Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den HW80 Ballengitterwagen vom Modder Deutz Trans Paul an. Meine Fresse, langsam kriegst du aber mit der Sprache eine Macke. Der Urmodders TSL, Freigabe dafür ist erteilt, laut dem Modder. Und der Modder selber schreibt, ich habe hier für euch den HW80 Strohanhänger mit Sammelfunktion von TSL. Ihr findet ihn bei Sammelwagen, verschiedene Reifen stehen zur Auswahl, Freigabe von TSL liegt vor. So, Standard-Setup 4.890 €, in der Anschaffung 249 im Leasing, 12.000 Liter Volumen, 20 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit bzw. Arbeitsgeschwindigkeit. In dem Fall, wir haben Standardreifen, die kosten schon mal 1.000 mehr. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Dann haben wir die 1670 R20 U27 Reifen, die 1670 R20 L60 Reifen. Und diese 1670 R20 Reifen in dem Fall. Dann haben wir noch Pflegebereifung und wiederum Standardbereifung. Schauen wir uns das Ganze mal hier in-game an. Ja, es ist im Endeffekt ein Aufbau mit links-rechts Gittern, Warntafel mit dazu. Dann haben wir hier noch was Schönes, Hydrauliköl, ja, Ölstand täglich zu kontrollieren. Wir haben Schläuche, wie gesagt hier die Warntafeln. Wir haben zwei Achsen, vier Räder bzw. vier Reifen. Hier haben wir ein Schild, 25 km/h, am Kennzeichen mit dran, Licht und so weiter und so fort. So, der ein oder andere wird jetzt sagen, ja Moment, das ist ein Sammelwagen, wo ist denn der Pickup? Naja, kommen wir gleich dazu, muss man mögen. Ich sag's mal so, ich habe da immer was vorbereitet. So sieht das Ganze dementsprechend hier aus. Ja, gehen wir mal hier hin. Dynamic Hose ist mit dabei, also dynamische Schläuche, beziehungsweise Kabel sind alle mit dran. Und ja, das verhält sich im Endeffekt wie ein Ladewagen. Sprich, ihr startet einen Motor, ihr habt die Funktion V, Pickup senken. Tut sich in dem Fall halt ja nichts, weil es ist keiner da. Und dann könnt ihr Ladewagen anschalten und dann fahrt ihr hier über die Schwert drüber. Und ja, senken sollte man ihn dann schon. Ja, und dann befüllt er sich halt eben. Ob man das nun mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine, seine Grundfunktion erfüllt ist. Das ist jetzt auch relativ schnell voll. Das ist jetzt nicht bearbeitet, sondern die Schwarz-Dinger, die hier liegen, das sind 3-4 Bahnen zusammengeklöppelt. Deswegen liegt hier so eine Masse. Deswegen nicht wundern. So sieht das Ganze dann voll aus. Im Übrigen hier hinten, die ganzen Lichtdinger arbeiten auch. Ne? Selbst wenn ich Licht anmache und so weiter und so fort, das funkt. Wenn das Ding voll ist, könnt ihr ihn dann auch abladen. Da habt ihr Abkippseite hinten. Abkippseite links und das war's. Ja, wenn ihr das Ganze links macht, ich hau das jetzt mal hier hin, läuft das so. Das passiert dann relativ schnell. Bababam. Ja, ist zum Beispiel jetzt in dem Fall ja voll, aber das ist eigentlich ganz gut. Da könnt ihr euch das nämlich mal so anschauen hier. Fahren wir das Ganze mal wieder hier zurück. Ja, sieht alles schnieke aus, klitscht nichts rum, passt soweit. Und hinten sieht das Ganze dann so aus. Ja, das sieht so nach hinten ab. Gibt das raus, zack, und leer ist er. Nun, logfehlerfrei ist der ganze Spaß auch. Und zum Downloaden bzw. die Bewertung mit Download findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.